Kunst unter die Menschen zu bringen, ist ein schönes Erlebnis. Die 2 Jahre Mutzka waren auch für mich persönlich ein Höhepunkt. Und was jetzt bleibt, ist eine sehr schöne Erinnerung, wie wir heute sehen. Das Rothenburger Museum für zeitgenössische Kunst, Kultur und Karikatur, kurz Mutzka, hat seine Pforten geschlossen. Bei der letzten Finissage, die die Ausstellung des Künstlers Horst Knobel beendete, kamen noch einmal viele Gäste ins Museum. Bürgermeister Manfred Fehr und Direktor Professor Dr. Walter Keim danken den ehrenamtlichen Mitarbeitern. In den vergangenen 2 Jahren waren unter anderem Bilder von Dalí, Chagall und Miró ausgestellt worden. Das Museum wurde nach Streitigkeiten im Stadtparlament über einen katzenförmigen Anbau geschlossen.